Hallo und herzlich willkommen zu deinem kollektiven Wochenorakel. Ja, ich hoffe, es geht dir gut und auf, dass du zweg bist, dass es dir gut geht, dass du eine gute Zeit verbringen darfst und dass wir zusammen jetzt gerade können in die Wochenenergie starten von dieser Woche, die jetzt gerade heute angefangen hat. Heute ist ja noch gerade Valentinstag. In dem Sinne wünsche ich dir heute auch einen wunderschönen, liebevollen und auch magischen Valentinstag, falls du den feierst oder zelebrierst in irgendeiner Art und Weise. Und ich feiere den nicht irgendjemandem speziell, weil für mich ist echt jeder Tag ein Tag von der Liebe, wo man sich etwas Schönes gönnen darf, sich in der Selbstliebe begegnen darf, in der liebevollen Fürsorge mit sich selber und somit auch mit allen anderen. Ich habe für dich bereits schon ausgelegt, für die Wochenenergie in dieser Woche, was du für Themen kannst anschauen kannst und je nach Bedarf auch heilen oder transformieren. Und lass uns doch einfach gerade mal starten, was sich dort zeigt. Ich habe eine Aurasoma-Flasche gezogen. Und es kommt als erstes der Anubis auf der Position 8, gelb über blau. Ich bin in Harmonie mit meiner Herzensweisheit. Ja, das passt natürlich perfekt. Zusammengeschüttelt gibt es ein Grün. Das heisst, gelb und blau zusammen gibt Grün. Es geht um eine Herzöffnung, meine Liebe, meine Liebe. Und ich sehe, dass es hier in dir, in deinem System, weil wir ja noch im Februar sind, weil wir immer noch Schattenarbeit dürfen machen, weil wir auch noch dürfen heilen im Unbewussten, dass es bei dir auch noch um eine Transformation geht von ganz vielen Ängsten. Insbesondere auch Ängste, die dich hindern, dein Herz zu öffnen, dein Herz können zu heilen. Es fehlt dir an Vertrauen und das Vertrauen wird dir geschenkt aus dem Unterbewusstsein mit dem Blau. Es geht auch darum, dass du gewisse Sachen in deinem Leben vielleicht nicht überintellektualisieren, zu sehr die Entscheidungen mit dem Kopf hertreffen. Das ist bei ganz vielen Menschen der Fall, dass wir uns gewohnt sind, nicht zu fühlen, sondern eben über den Intellekt her Entscheidungen zu treffen. Und die laufen meistens ein bisschen in die falsche Richtung. Und das hast du sicherlich auch schon in deinem Leben bemerkt. Also ich habe das auf jeden Fall schon bemerkt in meinem Leben. Wenn ich Sachen mit dem Kopf her entscheide, pragmatisch, rational, dass ich in der Regel innerhalb von kürzester Zeit relativ gute Quittung kassiert haben. Und für dich geht es darum, in dieser Zeit wirklich auch noch Ängste abzubauen, wo die hindern, in dein Gefühl zu gehen, wo die hindern, in dein Herz zu gehen, wirklich tiefgreifend dein Herz können zu heilen und zu öffnen, um in einen tiefen inneren Frieden und in ein tiefes Vertrauen können zu kommen, dass das, was dir dein Leben gibt, wie dein Leben mit dir spielt, wie dein Leben dich bewegt, dass das etwas Gutes ist und dass du aus dem heraus eine neue Fröhlichkeit, eine neue Lebensfreude, eine neue Leichtigkeit und auch eine neue Gelassenheit kannst daraus entwickeln. Das ist ganz, ganz wichtig. Mit dem Anubis sehe ich bei dir ganz klar, es geht um eine Überwindung von einer Angst, nicht wollen zu fühlen oder nicht wollen müssen können zu fühlen, was dich dann letzten Endes eigentlich auch davon abbringt, im Leben wirklich gute, positive, lebensbejahende und auch mutige Entscheidungen können zu fällen. Und darum geht es für dich auch darum, in die Energie vom Anubis ganz und klar können einzutreten und zu sagen, ich bin in Harmonie mit meiner Herzensweisheit. Das heisst, dass du deinem Herz kannst vertrauen kannst, dass du deinen Gefühlen kannst vertrauen kannst, dass du keine Angst musst haben vor deinen Gefühlen und dass du Sicherheit findest in deinen tiefen Gefühlen von deinem Herz. Dass du Sicherheit in dem innen findest, wenn du dein Herz bewegst, dein Herz berührst, dein Herz öffnest und dass du dir auch erlaubst, dass dein Herz darf berührt werden, geöffnet werden, bewegt werden, von wem oder was auch immer. Von was auch immer kann sein, irgendetwas draussen in dieser Welt, das dich bewegt oder berührt. Das kann das Orakel sein. Vielleicht auch in einem heilerischen Sinn, dass es über die Resonanzenergie mit der Regio sehr stark schafft, mit dem die geistige Welt überhaupt auch sehr stark schafft, dass es zuerst in dir innen darf Ängste auslösen, dass du siehst, was für Ängste es gibt, die dich bewegen, wo du auch vielleicht ein unbewusstes Thema damit hast, um das in eine Befreiung zu führen. Um eben in einem nächsten Schritt befreit, geheilt, leicht in die Freude kannst du reingehen. Das ist das Was. Und von wem ist natürlich auch noch die Frage. Weil die Person, die dich bewegt, die dich berührt,
kann natürlich eine unglaubliche Resonanzwirkung auch in deinem Herzen herbeiführen, wo du sagst, nein, danke, die Gefühle möchte ich lieber nicht spüren. Denk daran, im Status quo vom Februar haben wir ganz stark die Energien drin enthalten, wo wir mit dem Siebenschwertermann, das ist unser Kollege Essig, nicht vergessen, wo wir sagen, nein, danke, das möchte ich eigentlich lieber nicht. Also überprüf gut, wo bist du dort vielleicht auch in einer Vermeidung drin oder auch in einer Weglauftaktik, ja, weil es hat viel Gelb drin, das zeigt an, es gibt Ängste, es gibt Zweifel, wo wir eigentlich am liebsten würden davor rauschen und sagen, nein, möchte ich lieber nicht. Wir kommen einfach jetzt in dieser Zeit nicht um das herum. Und wenn wir Position 8 anschauen, das ist auch die Gerechtigkeit im Tarot. Es geht darum, dass du kannst Gerechtigkeit erfahren, dass dein Leben für dich darf gerecht werden, dass du es dir kannst gerecht machen und dass du nicht mehr zum Opfer der Umstände wirst, von dem, wie dein Leben dich bewegt, sondern dass du in Einklang kommst, hier mit dem Blau, was deine Seele dir möchte geben und dass dein Ich, was das Gelb darstellt, in Harmonie bringt. Also das heisst, die seelische Blaupause, was dein Leben mit dir möchte machen, und dein Leben hat eigentlich immer sowieso nur das Beste für dich vor, dass das aber auch mit deinem kleinen Ego-Ich in Harmonie kommt. Und wenn das eben in Widerstand geht miteinander, dann wird dein Ich immer als Wächter von deinem Ego vor dir stehen und dir sagen, ist nicht gut, ist nicht gut, ist nicht gut. Und das ist eigentlich wie ein Selbstschutz-Sabotage-Programm von dir, wo du in dieser Zeit darfst anschauen, wo bescheissest du dich möglicherweise auch selber, vor dir selber, und ermöglichst dir eigentlich nicht das Wachstum, das dir zusteht. Weil, wie gesagt, Gelb und Blau zusammengeschüttelt gibt Grün, und Grün hat mit Wachstum, mit Expansion, mit Ausdehnung zu tun. Und ich spüre sehr stark im Kollektiv, ist so ein wieder regelfrei gegeben worden, wo wir ja jetzt letztes Jahr ganz intensiv mit diesen saturnischen Energien erarbeitet haben im Hindernisherbst, wo wir einen Schwall an Energie bekommen, um uns zu öffnen für das Beste von uns, für das, was wir sind, was unser Leben prägt und dass wir uns dorthin dürfen bewegen über den Wachstumsschub, den wir dürfen bekommen, über den kollektiven Beschleunigungsprozess, den wir das Jahr ja auch bekommen, um dorthin zu wachsen, wo es für uns bestimmt ist, nämlich in Übereinstimmung mit unserer seelischen Blaupause, mit dem, was für uns angelegt ist, und dass wir das auch als etwas Positives dürfen anschauen dürfen, weil Gelb im positiven Aspekt hat natürlich auch mit dem Positiven zu tun. Wenn wir in der Angst sind, dann ist es logischerweise auch die Angst selber, die das Gelb aufzeigt, aber auch all die Zweifel, ja, und auch das Überintellektualisieren von gewissen Themen, dass wir Entscheidungen nur vom Kopf her treffen. Und deine Seele sagt in dieser Woche ganz klar, deine Seele hat sowieso nur das Beste mit dir vor. Ob du es von deinem Ego-Ich auch so anschauen kannst, ist eine andere Frage. Und das möchte harmonisiert werden. Und darum heisst es Zunge auch, ich bin in Harmonie mit meiner Herzensweisheit. Und das, was dir Brücke schlägt, ist dein Herz. Ja, also eine wunderbare, sehr schöne Disposition, die wir hier schon mal bekommen für die neue Woche. Lass uns schauen, was die indischen Götter dazu möchten sagen. Da kommt, handle in Liebe, Indra. Lebe und arbeite in Liebe. Genau, das ist natürlich ganz klar. Du siehst, der hockt auf dem Elefant und hat einfach so eine lustige, fröhliche Zeit. Und für dich ist es wichtig, umso mehr du dir erlaubst, in dein Herz zu kommen, in dein Fühlen zu kommen, dass du dich nicht so lässt dominieren von deinem Verstand. Dein Verstand, der vielleicht auch möglicherweise aus Angst an einer gewissen Sturheit oder Starre oder auch Strenge festhaltet, möchte dir hier eigentlich einen Schwall an Liebe begegnen, wo du eben eine neue Leichtigkeit kannst zulassen, eine neue Freiheit auch für dich kannst zulassen, wo du dich auch kannst frei fühlen und was für dich auch gut anfühlt im Subjektiven für dich auch, dass du kannst sagen, hey, ich kann mich eigentlich frei bewegen, ich kann so sein, wie ich bin, weil ich bin ein Ausdruck von Liebe und in diesem Ausdruck von der Liebe bin ich die Freiheit. Nur sehe ich, dass du das noch nicht ganz so kannst anschauen kannst, weil eben im Februar die Kollektivenergien von der Ängste halt einfach auch noch sehr stark wirken. Und das ist auch etwas, was wir im Rahmen von der Schattenarbeit noch weiter werden anschauen. Du kannst dir das vorstellen, wenn ich ins Kollektiv anschaue und sehe, was eigentlich passiert mit dem Kollektiv. Es ist so wie,
das, was alles letztes Jahr, vor allem auch letztes Jahr in der zweiten Jahreshälfte gemacht worden ist, ist eigentlich wie so ein tiefer Reinigungsprozess. Du kannst dir das vorstellen, wie als würde man mal so einen richtigen Kehr machen auf dem Hausboden. Ja, man putzt den Hausboden, man nimmt den Feucht auf und jetzt hat man so eine richtig dreckige Lumpen. Und dann, du weißt ja das, wenn du auch schon mal den Hausboden geputzt hast, dann tut man den in den Kessel rein und tut dann so ein bisschen ausspülen. Ja, man tut ihn so drinnen ausdrücken, auswringen. Und dann meistens nimmt man ja das neue Wasser auf und tut den Lumpen nochmal so wie kräftig auswringen. Und dann, wenn man den Lumpen nochmal kräftig auswringt, dann passiert ja das, dass wirklich nochmal ganz viel Dreckwasser daraus läuft, oder? Und genau das, meine Liebe, meine Liebe, findet jetzt im Februar statt. Es ist ganz ein starkes Auswringen, auch ein Entgiften von ganz tiefen und alten Themen, die jahrelang als Staub sich auf deinem Hausboden abgelegt haben. Und der kollektive Reinigungsprozess führt ganz automatisch dazu, dass wir uns nochmal unseren Schatten begegnen, eben auch nochmal unseren Ängsten begegnen, um den Detox-Prozess zu vollziehen, der momentan stattfindet. Und das ist eigentlich etwas sehr Gutes. Sowieso, jetzt ist ja die Fasnachtszeit und gleich fängt ja die auch die Fastenzeit an, empfehle ich dir sehr eigentlich auch so für dich, die eigene innere Hausputz zu machen. Also das heisst auch für dich, in eine Entgiftungsphase zu treten, wo du kannst sagen, mal in Reinigen, mal wieder so ein bisschen auf allen Ebenen mein System durch. Da gibt's ja Tausende von wunderbaren Naturärzten und Heilpraktikern und Therapeuten, die für dich auf der Körperebene und auf der Zellebene auch eine Mobilisierung von deinen Toxinen und von deinen Giften in den Weg leiten. Das kann auch über Schröpfen passieren, was auch immer du gerne machst. Also lass dich da gerne beraten. Aber es findet natürlich auch in deinem Geistigen statt. Ja, im Kollektiven. Und das ist eigentlich auch Anubis Energie. Also ich sehe hier, bevor die Fröhlichkeit und die Leichtigkeit und das tiefe Vertrauen, deine Herzensweisheit und deine Gefühle können belebt werden, muss zuerst wie nochmal der Lumpen ausgewrungen werden. Kommt mir auch ein bisschen vor wie eine Zitrone, die man nochmal so wie auspresst in ihren finalen Zügen. Das ganze Fleisch ist eigentlich schon draussen. Man macht einfach noch den letzten Dreier, um da eigentlich dann wirklich in die Liebe zu kommen. Das steht dir eigentlich wie jetzt auch kurz davor. Aber eben genau auch dann kommen nochmal Schattenthemen ans Licht, für das du wirklich kannst heilen, dass du wirklich kannst transformieren und kannst sagen, jetzt lohne ich das wirklich los und dann ist das vorbei. Also, wir sind auf gutem Weg. Also, ich habe nicht das Gefühl, dass das schlecht ist. Ich empfinde sie sowieso selten als schlecht. Es ist ja immer deine subjektive Bewertung, ob du sie so als das anschaust und ob du selber hier in die Angst hineingehst. Weil im Bewusstsein haben wir Gelb und im Bewusstsein, gerade im Rahmen von einer ersten Heilphase, wenn die Energien angetriggert werden, dass es eben durch die Heilung kommt, löst das Angst aus. Das ist ganz klar. Und dann, in einem nächsten, in einem zweiten oder auch in einem dritten Schritt in diesem Prozess, kommt dann eben auch das Vertrauen, kommt dann auch die Freude, kommt dann eben auch die Öffnung. Wir schauen weiter. Wir haben hier Flexibilität. Ich lasse mich vom Fluss des Lebens tragen. Das finde ich eine mega schöne Energie. Die hockt auf so einem lustigen Fisch. Der sieht doch mega lustig aus, oder? Das ist so eine typische indische Malerei, wo es mit den Proportionen nicht so ganz stimmt. Ganga. Und Ganga heisst gang mal. Ja, gang mal und mach dein Leben. Vertrau auf das, dass dein Leben gut ist. Ja, vertrau dem. Auch wenn du Ängste empfindest. Werd gleichmütig. Lern Gleichmut. Und über Gleichmut verbunden. Und das ist das, was ich dir ja auch sage. Mach keinen Unterschied zwischen Liebe oder Angst. Liebe ist nicht etwas Besseres als Angst. Wir brauchen Angst, um die Liebe in ihrer aller Klarheit und Deutlichkeit können zu erkennen. Und mit Liebe meine ich wirklich nicht, und das muss ich an dieser Stelle noch mal erwähnen, meine ich nicht die Liebe zwischen Frau und Mann oder zwischen deinen Partnerinnen, sondern zum Allganzen. Die Liebe, die dich angstfrei werden lässt. Und dass du erkennst, dass zu jedem Licht auch der Schatten dazugehört. Und dass das etwas vollkommen Natürliches ist und Normales ist. Und dass das zur Schöpfung dazugehört. Ich sehe, dass du im Verlauf dieser Woche zu einer grösseren Flexibilität wirst kommen. Dass du erkennst, dass du geschmeidig mit den Gewässern, mit dem Fluss,
von deinem eigenen Leben mitgehen und dass das eigentlich etwas Schönes ist, wenn man sich so am Strom vom Leben übergeben und sich auch mal mitreissen lassen, auch in Angst mal dürfen oder muss leider mitreissen lassen, im Bewusstsein darum, dass man dann zu mehr Freiheit kommt, zu mehr Liebe kommt, zu mehr Leichtigkeit kommt. Und das ist doch etwas wunderschönes, oder? Also ich finde das super. Und dazu gehört natürlich auch auf der anderen Seite, im Gegenpol, dass es auch alles andere gibt, was nicht schön ist. Darum machen wir ja auch die lustig, kuriosen, verwirrten Schattenorakel. Also ich meine, ich finde die sind ja schon ein bisschen crazy, aber ich finde sie gleich irgendwie auch wichtig und sie gehören einfach auch dazu. Und darum sage ich ja das auch jedes Mal, bevor ich so ein Orakel mache, du das nicht als schlecht bewerten. Es ist deine Bewertung und deine Projektion darauf, dass du das als schlecht oder komisch oder wie auch immer empfindest. Ja? Das ist deine Projektion von deiner ganz persönlichen Angst. Und wenn es dir Angst macht, dann weißt du, dass du da noch ein Thema hast, wo du in Liebe durch in die Flexibilität führen, in Liebe durch in die Heilung führen. Und vielleicht ist ja der Anubis dann an deiner Seite genau die richtige Flasche, die dir hilft, die Heilung können zu machen, deine Transformation können zu machen, dass du kannst eben dein Ego, und dein Ego meint sie ja in dem Sinn auch nur in Anführungs- und Schlussstrichen, wirklich in Anführungs- und Schlussstrichen, nur gut mit dir, dass du nicht Schmerzen erfahren musst. Es schafft in dieser Zeit ganz extrem bei uns allen an unseren Urwunden, an unseren Chiron-Urwunden. Also das heisst, die Wunden, für die wir eigentlich nicht können, die wir aber mitgebracht haben über unsere Seele, in das Leben, in das Ich, das wir verkörpern, um transformieren zu können, um bewusster zu werden, um achtsamer zu werden, um mit Liebe zu kommen, das ist doch etwas Wunderbares. Also, es ist deine persönliche Beurteilung oder sogar Verurteilung, wenn du das ablehnst. Ja, weil ablehnen macht dich nicht frei. Es ist ein Zwang von dir. Und ablehnen als eine Projektion von etwas, nur weil du selber in die Angst fällst, macht dich auch nicht frei. Also erkenne du auch ganz gut, welche Muster in dir wirken, auch über die Arbeit der Orakel. Gell? Es ist eine unglaubliche Resonanzenergie in der Orakel drin, die auch in dir wie so einen Rückschlag kann bewirken, dass du selber merkst, hey, wow, das bewegt mich jetzt mega, dass es eine Heilung ist, die an dir stattfindet. Mit Govinda auf der Unterseite zeigt es auch ganz klar an, es geht für dich darum, in Einklang zu kommen. Schenke der Welt dein Lied. In Einklang zu kommen, eben zwischen Ich und Seele. Dass wir hier eine Übereinstimmung finden. Dass du eine Übereinstimmung findest zwischen dem, was dein Ich dir sagt, wo leider oft ein bisschen im Rahmen auch von inneren Widerständen gern in die Angst, in die Zweifel, in den Intellekt abrutschen. Und auch das, was dir deine Seele möchte mitteilen, über die Blaupause, die du mitgenommen hast für in das Leben. Und dass die Brücke deine Herzensenergie ist. Und Govinda sagt, es kommt ein Einklang für dich, dass du deinem eigenen Ton, deiner eigenen Musik kannst folgen und dass du dich so kannst in dieser Welt ausdrücken, wie es für dich ganz persönlich richtig und wichtig ist. Du bist die Schöpferin, der Schöpfer von deiner Realität. Und du bringst dich so in deine Welt, wie es für dich gut ist und wie es für dich richtig ist. Und so macht das jeder andere auch auf dieser Welt. Und urteile nicht über das, was andere denken, machen, fühlen, wie sie sich ausdrücken und ihre Energie in ihre Welt bringen. Weil es geht ja darum, dass wir einen Einklang finden, dass wir eine Akzeptanz finden, gerade auch zwischen diesen grossen Unterschieden, die wir auch haben. Und das, was uns hilft, die Unterschiede zu überbrücken, ist die Liebe. Ist die Vergebung, ist die Versöhnung. Und all das möchte für dich in dieser Woche erreicht werden. Wir schauen in deine Gedanken. Was hast du in deinen Gedanken? Sehr gut. Vater vom Feuer. Ja, Vater vom Feuer in deinen Gedanken zeigt mir natürlich an, dass du das eigentlich auch super findest. Es ist viel Energie da, es ist viel Engagement da. Und nutze deine Energie, meine Liebe, mein Lieb. Nutze die Energie, ganz bewusst dir zu werden, wo stellst du deinen Verstand über dein Gefühl? Wo beherrscht dein Verstand dein Gefühl und manipuliert dich und bringt dich möglicherweise auch in Energien, die dir nicht so gut tun? Und wo hast du Angst vor dem, deine Gefühle ganz auszuleben? Der Vater vom Feuer ist natürlich sehr eine starke Energie, eine sehr führende Energie, ist der Stabkönig. Und er sagt dir auch, jetzt ist es wichtig, während dieser Zeit, dir das ganz bewusst zu machen, wo bescheissest du dich möglicherweise als selber und erlaubst dir nicht ins Gefühl hineinzugehen.
aus deinen eigenen Ängsten heraus motiviert und genährt. Ja? Also da hocken wir wie so ein bisschen an der Schwelle in dieser Zeit, wo wir ganz sorgfältig, super und bewusst dürfen, also unterscheiden lernen, wo bin ich in der Handlung ein Opfer von meiner Angst und projiziere möglicherweise die Angst auch noch auf irgendjemand anders oder auf irgendetwas anderes, weil ich mir nicht erlaube, selber zu fühlen, selber die Ängste zu fühlen, die in mir innen sind, die vielleicht auch getriggert werden von außen her und deswegen in eine Verurteilung oder gar in eine Beurteilung fallen von etwas oder jemand anderem. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn wir das machen, dann sind wir in der Angst drin, weil wir müssen niemand anders beurteilen. Das ist nicht nötig. Das ist nicht nötig. Ja, sondern wir können nur für uns selber die Verantwortung übernehmen und uns selber die Liebe und die Aufmerksamkeit schenken, um zu wachsen. Es geht um Wachstum, meine Liebe, meine Liebe. Und jedes Wachstum ist richtig und jedes Wachstum ist gut. Auch wenn wir hier im Rahmen unserer Heilung, wo wir kollektiv drinnen sind, nochmal kurzfristig zucken, ein bisschen in unsere Angstmuster fallen. Und, aber durch das neue Gewahrsein und durch die neue Achtsamkeit auch können erkennen, ah, hey, ich bin gerade in einem Heilprozess von meinen eigenen Ängsten, von meinen eigenen Mustern. Und dann ist es völlig normal, dass ich nochmal das mache, nochmal dies mache, weil das ja eigentlich ein Teil ist von meinem Befreiungsprozess. Ja? Handle in Liebe. Handle in Liebe dir selber gegenüber und überprüf gut in dieser Woche, wo kommen deine Entscheidungen. Nicht aus deiner Liebe oder aus deinem Gefühl, sondern wo ist es ein Produkt von deinem Verstand? Das möchte man dir hier auch mitteilen. Wir schauen mal, was auf deinem Herzen passiert. Ja, auf deinem Herzen haben wir 10 von der Luft. Negatives Denken. Du siehst, du sind Geier und die nagen hier schon bereits am Kadaver. Und das zeigt mir eigentlich an, dass du hier in einem sehr tiefen Verwertungsprozess bist, in einem sehr tiefen Heilungsprozess bist von deinem Schatten, von deiner eigenen Negativität, von deiner eigenen Angst. Es besteht da aber auch immer noch im Rahmen von dieser Heilung ein bisschen eine Angst bei dir, dass du möglicherweise eben kannst wieder in die Projektion abrutschen. Ja? Und das hat mit dem einerseits zu tun, dass dein Herzchakra in eine Heilung kommt und du durch das nochmal Situationen erlebst, erfährst im Rahmen von einer Neubewertung, wo du siehst, da bin ich nochmal ins negative Denken abgerutscht. Aber das kommt jetzt in die Heilung, meine Liebe, weil wir haben Gelb hier oben dran. Oder meine Liebe, wenn du als Mann zuschaust. Und das Gelb zeigt eigentlich auch auf, dass da ganz viel Positivität möchte reinkommen. Aber es ist wie nochmal so eine alte Wunde, die möchte und muss geöffnet werden für dich, für dass du hier wirklich, aber wirklich kannst, loslassen von diesen alten Geschichten, loslassen von diesen alten Schmerzen, wo du eben immer wieder ein bisschen in die Angst abgerutscht bist, wo du projizierst, wo du beurteilst, wo du andere Menschen beurteilst, wo du vielleicht möglicherweise auch beurteilt wirst. Ja, das kann ja auch passiv passieren. Und dann ist es umso wichtiger, dass du dich ganz und gar in die Lichtsäule von der bedingungslosen Liebe stellst. Ruf die bedingungslose Liebe in dein Leben und erlaubt dir, Vergebensarbeit zu machen. Vergebung für dich selber, für das, was in deinem Leben passiert ist. Weil Vergebung bringt Gerechtigkeit und das 8. ist Gerechtigkeit im Tarot. Und über diese Vergebung kommt in einem nächsten Schritt dann auch die versöhnliche Energie. Weil im nächsten Schritt sehe ich, dass hier für dich die Sonne wieder aufgehen wird, dass du deine Grösse wirst können spüren, dass du dich positiv wirst können fühlen. Und da ist es völlig normal und das zeigt das Orakel auf so eine perfekte Art und Weise auf, wie so ein Heilungsprozess stattfindet, dass eben nach der Negativität die Positivität, die Sonne wieder zurückkommt. Aber dass die Heilung, die wir machen im Kollektiv, die du als Individuum machst, im Rahmen von dieser Schattenarbeit, im Rahmen von Sternschnuppennacht, von Amethystia, die auch sehr stark im Kollektiv wirkt im Moment, da nochmal Negatives. Auch negatives Denken als Licht bringt, um dich zu heilen, um dich zu befreien, um überhaupt Negativität als Licht bringt, um eine Lösung und eine Befreiung von diesen alten Themen herbeizuführen. Du hast es ja selber gesehen, wenn du die Sternschnuppennacht-Orakel geschaut hast. Das ist ganz eine komische Energie, eine unwirtliche, schräge Energie, eine crazy Energie, wenn du mich fragst. Ja? Aber das alles ist ein Teil von uns und wir sollten das niemals verurteilen. Und ich habe zum Teil auch Kommentare gelesen, die ich rausgelöscht habe, wo ich sagen musste, der Kommentar kommt nur aus einer Projektion, aus einer
einer Angstprojektion von dir selber, weil du selber in diesem Moment, und ich bin dann die mit dir im Sinne von Kollektiv, also du bist ein Teil vom Kollektiv, in die Angst gefallen bist. Und wenn immer ich sehe, dass Kommentare drauf sind, die aus der Projektion kommen, die lösche ich sofort raus. Ja, also da gibt es hier noch ein Thema von der Angstheilung, auch von der Heilung von deiner ganz persönlichen Negativität, wo du möchtest in einen Transformationsprozess gehen. Verstehst du, wir sind alle eins. Wir alle haben die Unwirklichkeit in uns innen. Das gehört einfach dazu. Das ist ja die Chiron-Urwunde. Und wir brauchen das, um im Licht zu wachsen, um können Wachstum zu erfahren, auch in unserem Herzen, um uns zu befreien von dem, was war. Das ist völlig menschlich und völlig normal. Und ja, wenn du weiter bist in diesem Prozess, wirst du mit Augen von der Liebe auf das schauen und du wirst das nicht mehr beurteilen. Du wirst dem gegenüber verständnisvoll, du wirst dem verständnisvoll begegnen und das auch nicht abwerten. Ja? Wirklich auch nicht abwerten, weil es gehört alles dazu. Ich nenne es jetzt nochmal ganz derb, die ganze Scheiße, die wir in uns innen haben, auch im Kollektiv, jetzt gerade wieder verarbeiten, das gehört einfach dazu. Und wir dürfen die Scheiße nicht abwerten, weil es ein Teil von uns ist. Wir alle müssen einmal am Tag oder je nachdem, wie deine Verdauung läuft, unseren Darm entleeren. Das ist menschlich. Und darum ist es so wichtig, dass du dich selber annimmst in Liebe, in Güte, in Toleranz, in Selbstliebe dir selber gegenüber und die bedingungslose Liebe auch über dich ausschüttest, dass du erkennst, in Gleichmut erkennst, dass du keine Unterschiede sollst machen zwischen Liebe oder Angst. Es gehört beides dazu, dass sie wie Brüder und Schwestern. Es ist wie Tag und Nacht. Es gehört beides dazu. Gut. Im Aussen wird dann das kommen, meine Liebe. Meine Liebe, wenn du das verstanden und wirklich verinnerlicht hast. Und verinnerlichen meine ich nicht nur ein mentales Programm, das du auswendig gelernt hast, weil du das jetzt gerade gehört hast von mir, sondern weil das in deinem Körperenergiesystem wirklich zum Sacken kommt. Du wirst in die Energie der Liebenden geführt werden. Du wirst ganz viel Liebe können spüren diese Woche. Weil du dich befreit hast von deiner eigenen Negativität, von deiner eigenen Toxizität, weil du verstanden hast, dass Schattenarbeit ein Teil von ganz wichtiger Arbeit ist, die man überhaupt für sich machen kann. Und die Sonne wird in deinem Herzen aufgehen können. Wie schön ist das denn? Und du wirst auch die Führung, die dir gegeben wird, nicht mehr so trotzig oder mit Widerstand annehmen. Du wirst in Gleichmut gehen können, in wahrlichen und echten Gleichmut. Und das ist ein sehr, sehr grosser Schritt. Und das innere Kind oder der innere Teenager, beziehungsweise dein Ego, das hier mit dem Gelb auch angezeigt ist, können an richtigen Platz stellen und es wird ruhig werden in deinem System. Freude über das, weil es ist eine ganz grosse Befreiung und du wirst die Flexibilität in deinem Leben können spüren, die zu dir möchte kommen. Eine wunderbare Energie, würde ich meinen. Und das wiederum führt zu tiefem innerem Frieden. Also wunderbar, wo wir hier auch auf der Unterseite sehen oder in der unteren Fraktion mit dem Blau. Und die auch wieder können anschliessen gegenüber dem grossen Strom vom Leben, wie der Strom vom Leben so wirkt. Und deine Anbindung zum Allganzen auch gut können spüren, was etwas Wunderbares ist. Also, du bist auf gutem Pfad und gib dich weiter dem hin. Ich habe hier noch zwei Engel gezogen für dich, um zu schauen, wie es für dich weitergeht. Drück deine Kreativität aus. Ich danke euch, Engel, dass ihr mir helft, meinen inneren Schöpfer zum Ausdruck zu bringen. Jawohl, das hat mit dem Blau zu tun. Es geht darum, dass du deine Schöpferkraft kannst leben, dass du keine Angst musst haben vor deiner Schöpferkraft. Denk daran, im Status Quo Orakel vom Februar habe ich gesehen, dass die zwei Schwerter neben der Kraft gelegen sind. Und ich habe dir gesagt, wo unterdrückst du deine Lebenskraft? Jetzt hier haben wir all die zwei von der Luft. Die zwei von der Luft hier, in diesem Vision Quest Tarot, deuten die als eine positive Karte. Im klassischen Rider-Waite-Smith Tarot deuten sie nicht als eine positive Karte, weil sie anzeigt, dass du zumachst. Und du darfst deine Schöpferkraft ausleben. Das ist ganz etwas Wichtiges, weil sie mit deiner Kraft zu tun hat, mit deiner Kreativität zu tun hat. Und erlaub dir, dich zuzumuten, mit deinen Gefühlen. Ich habe das Gefühl, am Anfang kann es sein, dass du doch ein bisschen Querschläge erfährst, wenn du mit deinen Gefühlen rausgehst. Das ist auch normal, mal einmal daneben zu hauen, bis du den richtigen Ton getroffen hast. Kannst du dir das ein bisschen vorstellen, wie
ein kleiner Musikschüler, der zuerst anfängt, irgendein Instrument zu spielen und am Anfang trifft der Ton wie noch nicht ganz. Es ist so, wie als würdest du davon singen und du kannst am Anfang den Ton noch nicht ganz so treffen, weil es dir noch am inneren Selbstvertrauen und am inneren Mut fehlt. Aber mit der Zeit wird das zu einem ganz klaren und wunderschönen Klang werden, zu einem Gesang, zu einer Sinfonie. Und darum ist es sehr wichtig, hier dir selber zu vertrauen. Überprüfe auch ganz gut, wo gibt es vielleicht noch Themen von der Bevormundung, die du erlebst, von der Macht, ja, wo du dich nicht ganz so kannst ausdrücken kannst. Das ist auch wiederum ein selbstauferlegtes Übel, wo möchte in die Heilung kommen. Und warum ist es selbstauferlegt? Weil du die Macht dir selber gegenüber abgesprochen hast und somit auch unbewusst in eine Kritik gehst gegenüber Menschen, die machtvoll sind, die kraftvoll sind. Also nimm dich selber an der Nase, hier mit dem Anubis, und erkenne, wo erlaube ich mir nicht machtvoll zu sein. Erlaube ich mir nicht, mehr so auszudrücken mit meiner eigenen Autorität. Weil wenn du das kannst, dann bist du da ganz und gar in deiner kreativen Schöpferkraft. Du kannst das weitergeben, was kommt. Und du wirst es so weitergeben, dass es richtig ist und dass es auch richtig ankommt bei deinem Vis-à-vis, ohne dass du irgendwelche queren Töne anschlägst. Ja? Weißt du, was ich meine? Also, dass es irgendwie komisch ankommt beim Vis-à-vis. Wenn es komisch ankommt beim Vis-à-vis, dann hast du noch das Thema mit Macht. Und ohne Macht, was auch ein Thema vom Anubis ist, ja, weil Gelb steht für Solarplexus und Solarplexus hat mit unserer Macht zu tun. Und Blau steht für das Halschakra und Halschakra hat mit unserem Ausdruck zu tun. Aber auch über den Ausdruck von uns selber, unsere Autorität klar, eindeutig können zu leben. Und dass das in Freude darf kommen. Wenn das noch nicht harmonisiert ist in dir innen, dann wird das so also ganz schräge Töne aus dir hervorbringen. Du wirst auch Mühe haben, die richtig zu artikulieren. Also geschweige denn auch die richtigen Töne zu treffen. Und es wird bei deinem Vis-à-vis immer nur falsch ankommen. Ja? Aber das ist ein Thema, das von dir selber kommt und wo du selber darfst in eine Transformation bringen. Und dann kommt meine Liebe, mein Lieb, Frieden und Harmonie. Erzengel Raguel. Ich danke dir, Raguel, dass du mein Licht mit einem harmonischen Licht umgibst. Nein, dass du mein Leben mit einem harmonischen Licht umgibst. Ja, weil für dich möchte Harmonie kommen. Und Harmonie ist ein Ausdruck vom Grün. Gelb und Blau gibt zusammen Grün. Und du siehst hier auf der Karte der Liebenden, da ist so viel Grün. Ja, weil die Liebenden, das ist eine Herzenergie. Sexy. Tu doch mal vielleicht für dich auch noch die Quersumme von deinem Geburtsdatum rechnen. Bis du auf der endgültigen Zahl angelangt bist. Also wenn ich zum Beispiel meine Quersumme rechne von meinem Geburtsdatum, bei dem bin ich auf 29 und dann reduziere ich weiter. 2 und 9 gibt 11. Dann bin ich auf der Position von der Kraft bzw. auch von der Gerechtigkeit im Tarot. Und ich reduziere 11 auch noch weiter. 1 und 1 gibt 2. Das heisst, ich bin am Schluss in der Energie von der Hohepriesterin. Wir sind in diesem Jahr im Jahr von der Liebenden. Weil 2022, 2 plus 2 plus 2 gibt 6. Und rechne für dich deine persönliche Quersumme aus und du wirst sehen, in welcher Energie du wirst landen. Wenn du die Energie hast von den Liebenden, das kommt mir jetzt einfach gerade in den Sinn, dann hast du ganz einen grossen Auftrag, dein Herz zu öffnen für die Liebe. Und wenn die Liebe in dein Leben kommt, dann kommt automatisch auch viel Harmonie in dein Leben. Und es geht darum, für dich somit auch über Anubis, Gelb über Blau, in die Harmonie zu kommen zwischen dem, was dein Ich will und was deine Seele mit dir vorhat. Und das ist zum Beispiel auch ganz ein grosses Lernthema für alle Seelen auf der Inkarnationsstufe Reif 7, dass sie ihr persönliches Ich in Einklang bringen mit ihrem höheren Ich, mit ihrer göttlichen Blaupause. Ja, meine Liebe, meine Liebe, das wär's schon gewesen für deine Wochenenergie. Ich hoffe sehr, es hat dir gefallen und ich wünsche dir jetzt ganz gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!